dass Sie dabei sind. Hallo, nicht erschrecken. Ich bin Julia Leischig. Thorsten sucht seine Frau Elke. Vor einiger Zeit verschwand sie aus seinem Leben. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Mal sehen, ob ich sie finde. Der 42-jährige Thorsten Pohlmann wohnt in Hannover-Ahlem in einer gemütlichen Vier-Zimmer-Wohnung. Ein Zuhause, das ihm viel zu groß vorkommt, seitdem seine Elke verschwunden ist. Denn Familie wird bei Thorsten groß geschrieben. Wohl auch, weil Thorsten selber keine schöne Kindheit hatte. Sie war geprägt von häuslicher Gewalt. Ja, das war schon schlimm. Mhm. Immer wenn mein Vater besoffen nach Hause kam, dann habe ich ihn verprügelt. Thorsten, wen suchst du? Meine Frau Elke. Mhm. Die ist weg und ich habe keine Ahnung, wo die steckt. Verstehe. Dabei waren wir unzertrennlich. Wir haben uns auf der Pierre-Littbarski-Gesamtschule in Stadthagen kennengelernt. Das war 1987. Mhm. Und hier habt ihr Karneval zusammen gefeiert? Nein, das war unsere Hochzeit. Ah ja. Thorsten, hast du eine Ahnung, wo deine Elke jetzt sein könnte? Ich zermartere mir das Hirn, aber ich weiß es nicht. Wann hast du sie denn zuletzt gesehen? Gerade eben. Auf dem Foto. Thorsten, da werde ich mal schauen, ob ich deine Elke finde. Kann ich noch einen Schluck Wasser bekommen? Kühlschrank! Ich bin aber auch manchmal vergesslich. Komm zu Papa, mein Schatz. Ja, liebe Zuschauer, und wenn auch Sie einen lieben Menschen vermissen, rufen Sie einfach an. RTL hilft gerne. Du hast aber auch einen schönen Kopf.